Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. So, ich habe mir mal hier die OP Edition geholt, weil ich habe mir da was überlegt, wir machen das so, weil, naja, einen Crusher haben wir schon gemacht. Für alle, die es nicht glauben wollen, wir haben ja eine Elite Crushing Factory und die kriegst du nur, wenn du einen Crusher schon gemacht hast. Also, haben wir einen Metallurgic Infuser. Wir haben hier drüben die Infusing Factory. Wie geht das eigentlich? Oh. Ja. Haben wir. Ups. Energy Cubes. Können wir nochmal machen. Auch wenn wir schon ein Ultimate haben. Wind Turbines können wir auch machen. Ja gut. Da tue ich. Lösche ich dann mal. Wovon haben wir viel Soul Sand? Dann machen wir das einmal so. Ist weg. Sehr schön. So. Dann gönnen wir uns einmal ganz kurz hier die beiden Quests, die wir schon haben. So, einen Energy Cube haben wir sogar bekommen, aber wir machen mal einen neuen. Einen Basic Energy Cube. Ist kein Thema. Wir brauchen Energy Tablets. Hier. Dup. Dann Advanced. Was stimmt jetzt hier nicht? Ich will es gar nicht jetzt wissen. Ach, ihr wollt mich doch jetzt. Ja, habt ihr jetzt gesehen, ich hab's gerade gecraftet. Ich glaube, ich lasse das sogar heute mal bei mir. Ja, Claim Reward. Oh, was bekommen wir? Müll. Also für unsere Verhältnisse Müll, würde ich sagen. So, wie sieht das jetzt mit den Logic-Prozessoren aus? 109 haben wir schon. Dann machen wir doch mal die 4K Storage Components fertig. Mit dem richtigen Zertesquarz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Die wollte ich. Werden die akzeptiert? Natürlich nicht. Boy. So. Das kotzt mich ganz ehrlich ein bisschen an. Da machen wir nochmal ganz kurz so. Weil dann können wir eigentlich eine 16K machen. Einmal so. So. 16K bringt uns momentan mehr. So. Ja. Claim Reward. Noch eine 4K. Oh! Sehr schön. Jetzt kommen wir in IC2 rein. Alles klar. Wir brauchen einen. Ich spinne doch wohl. Wie soll man mit dem Dach? Meine Frage, wie soll ich jetzt mit dem Induction Furnace anfangen, wenn. Boah, ganz ehrlich. So, das tiltet mich gerade ein bisschen. Also, das beweist ja gerade, dass das Pack kaum wirklich durchdacht ist. Machen wir jetzt mal hier unten die Reihe. So, Wind Turbine. Da ist ein Wind Generator, war ja klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso 7, weil wir noch einen hatten. 1, 2, 3, 4. So, jetzt aber. Ey, ich könnte mal verkotzen gerade. Ich könnte gerade echt kotzen mit dem Pack, ne?
Also wenn man doch schon ein Pack entwickelt, dann würde ich doch einfach nur aufpassen, dass auch wirklich alles funktioniert. Playing Reward. So, Mechanism Tools. Wir sollen Armored Jetpack und Atomic Disassembler machen. Armored Jetpack. Würde eh nicht funktionieren, dass ich das jetzt crafte. Man merkt vielleicht, ich bin gerade ein bisschen verärgert, würde ich es nennen. Könnte dann liegen, ich stehe so ein bisschen in Kontakt mit dem Entwicklern von dem Modpack. Und naja. Oh, das ist halt gut. STE. So, Stil haben wir nämlich. Ah, ich will nicht. Ja, ich stehe auf jeden Fall so ein bisschen in Kontakt mit dem Pack und das wird nämlich nicht mehr geupdatet, weil die beiden sich zerstritten haben. So, wir brauchen Diamond Dust. Dann nehmen wir einfach gerade mal so zwei Dias und klatschen den mal. Es funktioniert ja super. Auto Adapt off. So. Auto Adapt off. Ja, das sollte jetzt auch wirklich hier durchgehen, nachdem ich jetzt auch nochmal zwei weitere Crystallis angeschlossen habe. So. Armor Jetpack. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Manual Detect. Oh, klappt wieder nicht. Hätte damit nur gerechnet. Ein Atomic Disassembler. Den können wir eigentlich schon mal behalten. Weißt du was, dann mache ich sogar noch einen zweiten. Wenn ich mal Besuch bekommen sollte. Ich habe sogar zwei Stück jetzt gemacht. Jetzt sagt die. Ich habe so eine Vermutung. Wenn er jetzt auch gefüllt ist und dann anders reagiert, dann sind die Modpack-Entwickler. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen. Ja. Gut, war hat's erwartet. Questbook. Complete. Das nervt halt ein bisschen sehr. Osmium-Kompressor haben wir, aber auch, wir brauchen noch einen Combiner. So, der Combiner, der wird eigentlich von uns gar nicht gebraucht. Wir können halt Dust und Cobblestone wieder in Erze verwandeln. Ich habe das sogar mal durchgerechnet. Wir brauchen offiziell 8 Dust, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben keinen Reinforced Alloy mehr. Okay. 1, 2, 3, 4, 8. Das ist ja jetzt schnell gemacht. Wundert mich gerade. In der Zwischenzeit kann ich dann wieder zumachen. Mal hier das Shiny rausholen. So. So. Na. Sehr schön. Wie sieht das hier aus? Da macht man auch das Fahrrad an. Da geht er mal ein bisschen schneller. So, da haben wir wieder ein Stack. Ist schnell erledigt. So. Combiner. Wir brauchen 2 von den Elite Control Circuits. 1, 2. Combiner haben wir. Moment, ich gebe ihm eine Chance. Ich gebe ihm eine Chance. Wer hätte es erwartet?
So. Tier 1 Factories ist entkommen. Ja. Haben wir. Ach. Purification Smelting. Haben wir. Laser Drill, wow. Wir kommen zu etwas, was wir noch nicht haben. So, aber ich befürchte etwas. Laser Drill, der braucht doch. Pink Slime Crystals, genau. Das heißt, wir müssten mal so ein bisschen in Richtung MFR gehen, also My Factory Reloaded. Oh, das wird auch noch lustig. Ja gut. Sollen wir das jetzt einmal durchquatschen? Ich bin mir nicht sicher. Ne, wir machen jetzt mal was anderes. Ich nehme jetzt mal hier eine Ultimate Universal Cable. Ups. Ich gehe einmal dann hier runter. Ja. Ach, kann ich mal was anlassen. Und dann gehen wir einmal hier rum. Warum gehen wir einmal hier rum? Weil wir uns jetzt einmal um die Maschinen von Industrial Craft 2 kümmern. So. Industrial Craft 2. Wir brauchen einen Macerator. Der sollte ein technisches Thema sein. Was der Himmel. Engineers. Wohl. Engineer. So, Engineer's Hammer. So, jetzt aber Macerator. Wir brauchen Iron Plates. Mal so viel gemacht, wie es ging. So. Na. So, Basic Machine Casing. So, hier ganz wichtig, das wissen viele nicht. AE2 und IC2, Industrial Craft 2, harmonieren gerade nicht so wirklich wundervoll zusammen. Also wenn man verschiedene Sachen reinschiftet, kann es sein, dass sie nicht akzeptiert werden. So, Macerator. Der Macerator ist nichts anderes als ein wundervoller, sag mal schnell. Hier, was ist das hier eigentlich? Hero Brian, was hier? Ich habe gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Ja, der Macerator ist eigentlich nichts anderes als ein Pulverizer, der aber bei IC2 anders funktioniert. Ja. Der zerkleinert jetzt erstmal. Und dann bekommen wir hier ein mal zwei Crushed Lead Ore. So. Brauchen wir aber gerade nicht. Was ich bauen möchte, ist gerade mal einen Metal Former. Kriegen wir den schon hin? Müsste eigentlich. Wir brauchen Toolboxen. Ja, komm, Bock. Bau dir mal so einen Forgehammer. So, Bronze. 10 Stück. Item Casing. So. Metal Former. Ah, das müssen wir auch noch machen. Na. Turbo. Ach, wir haben keine Truhen. 1, 2. Toolbox, ja, einmal, zweimal, sehr schön. Wir brauchen einen Cutter. So,
Wo haben wir jetzt den... Den hier, den Forgehammer. Einmal hier so ein Stack. Iron Plates fast durch. Hab's schon gemerkt. Forgehammer. Hey, ich bin heute so durch, das ist krass. So, jetzt aber. Forgehammer. Iron. Ja. Ich habe mich mal ganz kurz ein bisschen abreagiert. Also, Iron Plates haben wir jetzt schon mal. Ich glaube, wir bräuchten einen Forgehammer. Ich nehme hier schon einen Stack Copper raus, keine Sorge. Ah, oh, oh, oh. Sehr schön. Energy Flow haben wir als Achievement bekommen. Ja, Energy Flow, das war's aber auch. Wir werden hiermit keine Kabel machen. So, Metal Former, jetzt aber, jetzt müssten wir alles haben. Jawohl, sehr schön. Super, gut. Ich bin am Überlegen. Wir können mal nachschauen. Pile of Neutrons. 48 Stück wieder. Ach scheiße, jetzt habe ich nur nachgeschaut, wie lang die Folge ist. Kann ich jetzt gerade zum Glück schnell nachschauen. Ich bitte einmal zur Entschuldigung. Da 42, 42 oder 43, 15 Minuten, also noch 5 Minuten, alles klar. So, einmal sorry, dass das gerade so dumm von mir war. Ich möchte einmal was schauen, ob wir das schon fertig bauen können. Das war den... Und zwar den Meth Fabricator. Da brauchen wir ein Napotron Crystal und ein Energy Crystal. Das heißt, wir brauchen einen Energium Dust. Also 4 Dias und 5 Redstone. Das wäre schon mal cool, wenn wir den schon mal hätten. Na, warte mal. Ja, mach mal so. Na. Boah, ich bin aber heute echt durch, ne? Ich bin echt nur noch durch. Ich merke schon, ich höre jetzt gleich auf aufzunehmen, ne? Ja. Na. So, Auto-Eject on. So, Energium das. Für einen Mass Fabricator. Was brauchen wir dann noch? Advanced Machine Casings, da braucht man Carbon Plates. Das ist eigentlich kein Thema. Steel Plates sind kein Thema. Machen wir mal 8 Stück. Einmal hier. Loading. Ja, das kann man mal durchlaufen lassen. Und was mir gerade einfällt für den Energium, das, damit das ein Energy Crystal wird, brauchen wir einen Kompressor. So, Kompressor. Na, den hier. Da sollte man eigentlich alles haben. Ja, das meinte ich. Viele Items werden nicht nachgezogen. So, Kompressor. Das einmal hier rein. So. Wieso werde ich das schon mit Yo-Yo Matter anfangen, wenn wir einmal auf die Infinity
Infinity in Gottes gehen. Hier, wir brauchen ja Infinity Catalyst und da brauchen wir eine Iridium Reinforced Plate. Und so viele Iridium haben wir nicht. Wir haben, glaube ich, 8. Oder? Lass mich mal nach. Lass mich nicht lügen. Iridium? Ja, 8 Stück. Ja gut, wir können über das Iridium Schatz noch was bekommen. Aber naja. Wie sieht das eigentlich mit Black Lotus aus? Ja, Black Lotus haben wir eigentlich. Weil dann könnten wir eigentlich jetzt hier drüben nochmal ganz kurz so ein bisschen schummeln. Ne? Also hier Mana Pool so. Und das ist nochmal ein gutes Stück gepusht worden. Haben wir jetzt genug für das Gunpowder? Jawohl. Mana Powder. Haben wir. Super. Super. Dann können wir wenigstens das noch fertig machen. So. 1, 2, 1, 1, 1. Zack. Digga, leck. Und zu guter Letzt. Haben wir schon mal die 4 End of Flames, sondern wir können wenigstens noch hier die Quest abgeben. Claim Reward, kommt nochmal der Black Lotus. Und wir sollen noch ein Mana Tablet machen. Nehmen wir die, von denen haben wir mehr. Ja. So. Also ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir... Ich werde, glaube ich, echt offscreen einige von den, na, von den Enderflames noch nachcraften. Und dann hier eine kleine Mana-Produktionsfabrik aufbauen. Wait. Manual Detect. Können wir so machen. Nein. Ich habe es ja noch hier. So. Ich glaube, das werde ich sogar mal da lassen. Claim Reward. Runic Alter. Ja, Runic Alter, ne? Das ist, ja, das Runic Alter, das ist schon sehr bekannt. Das ist das Alter, wo gerade der Street Digger oder der Targun drin ist. Ja, und damit ihr jetzt in Ruhe weinen könnt, beende ich jetzt hier die Folge. Ich weiß, es tut mir leid. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.